Und ich kann mir vorstellen, dass wir in einer schwierigen Lage, in der die Infektionsdynamik wieder zunimmt, sagen, bestimmte Beschränkungen gelten dann für Nicht-Geimpfte, weil das aus Gesamtpandemiebekämpfungsgründen nötig ist. Ich bleibe ja immer bei der Wahrheit und die Wahrheit lautet, in Hamburg gab es eine bedrohliche Zuspitzung der Zahl der Intensivpatienten. Und da brauche ich keine Zahlen vom Bundesrechnungshof. Da lohnt ein Besuch auf einer Intensivstation, ein Gespräch mit einem Intensivmediziner. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind hier heute im Hamburger Rathaus. Da war ja gerade die Landespressekonferenz. Wie ihr wisst, gab es jetzt Neuigkeiten durch den Bundesrechnungshof, durch den Bericht zu den Intensivbetten und es gab eine neue Studie zum PCR-Test von der Uni Duisburg-Essen. Da waren wir auch schon letzte Woche unterwegs und haben Passanten an der Alster befragt und jetzt habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, Herrn Tschentscher auch auf diese Neuigkeiten anzusprechen. Wollen wir uns hier einfach mal direkt die Intensivbetten anschauen. Die Intensivbetten, die wurden ja immer als Grund für den Lockdown genommen. Da hieß es ja immer, die Intensivbetten, die wären knapp. Wenn wir jetzt keinen Lockdown machen, dann wird es zu der Triage kommen. Und eigentlich jeder, der da mal ein bisschen genauer in die Zahlen reingeschaut hat und den Politikern und den Medien nicht einfach alles blind getraut hat, der hat dann schon bei diesem Divi-Intensivregister, wir sehen, das ist hier oben auch vom RKI, der hat da gesehen, dass da deutschlandweit und auch auf der Ebene von Hamburg die Anzahl der belegten Intensivbetten ziemlich konstant waren. Und das habe ich Herrn Tschentscher auch am 31.03. in der Pressekonferenz gefragt, und zwar, warum denn in Hamburg durchgehend 500 Betten, Intensivbetten belegt waren, wo denn da die zweite, dritte Welle war und warum man mitten in einer Pandemie denn Intensivbetten abgebaut hat, anstatt sie aufzubauen. Hier seht ihr einfach mal den Teil, wo ich auf seine ausweichende Antwort nachgehakt habe. Zwei Punkte, und zwar, wenn Sie sagen, dass es da einen Personalengpass gibt. Ich glaube, das war bei T-Online, die haben geschrieben, dass es in Deutschland 10.000 Freiwillige gibt mit medizinischer Ausbildung, die da aushelfen können und diesen Engpass beseitigen. Und wenn Sie sagen, ich meine, das, was Sie jetzt sagen, die Infektionszahlen gehen auch oben, die Auslastung, das wird immer schlimmer. Wie gesagt, die Zahlen sind durchgehend bei knapp 500. Wo ist da die zweite und dritte Welle? Die Frage haben Sie nicht beantwortet. Herr Böckenfeld, bevor der Bürgermeister antwortet, also Sie ignorieren wirklich die Lage, das mal klar zu sagen. Und das ist brandgefährlich, was Sie hier sagen. Und wir werden unserer Verantwortung gerecht werden, dass wir genau diese schlimme Entwicklung, die wir in Portugal, die wir in Großbritannien, die wir in den USA, die wir überall gesehen haben, wo man so ignorant vorgeht, wie Sie das hier gerade vortragen. Jetzt hat der Bericht des Bundesrechnungshofs offenbart, dass die Krankenhäuser weniger freie Betten gemeldet haben, als tatsächlich vorhanden waren. Der Grund für den Bettenabbau waren finanzielle Anreize, wovon das Gesundheitsministerium auch wusste. Als Beleg hat der Bundesrechnungshof ein Schreiben vom RKI ans Gesundheitsministerium angeführt. Darin steht, also dieses Schreiben war vom 11.01.2021 und darin steht, die Einführung der Freiheitepauschalen im Sommer 2020 und die aktuellen Ausgleichszahlungen seit Mitte November haben monetäre Anreize für eine veränderte Eingabe der Bettenkapazitäten geschaffen. Nochmal zum Verständnis, zu Anfang wurde 50.000 Euro für jedes Intensivbett gezahlt und dann galt ab dem 19.11. das Krankenhausfinanzierungsgesetz. Dazu gleich nochmal später mehr. Weiter steht in dem Schreiben vom RKI an das Bundesgesundheitsministerium, zunehmend verpflichteten Krankenhäuser hauseigene Controlling-Abteilungen mit der Übermittlung der Daten für das Intensivregister, teilweise offenkundig, um monetäre Nachteile für den Standort zu vermeiden. Und dann schreibt das RKI, letztendlich besteht aktuell keine Möglichkeit einzuschätzen, ob die starke Reduktion der freien Kapazitäten vollständig der belasteten Covid-19-Behandlungslage geschuldet ist oder zu einem Anteil auch der angepassten Nutzung durch finanzielle Anreize.
Das ist aber die Einschätzung, dass das irgendwas mit der Covid-19-Behandlungslage zu tun hat. Das kann eigentlich jeder widerlegen, der sich die Zahlen mal genauer anschaut. Hier hat zum Beispiel auch der Informatiker Tom Lausen, das ist ein Bekannter von mir, der hat sich ganz genau hingesetzt und die Auslastung der Intensivstationen ganz genau hier auf intensivstation.net nachgezeichnet, hat sich da tagaktuell oder zieht sich da tagaktuell die Daten. Wenn wir uns hier das mal für Hamburg anschauen, da hat er hier das Krankenhausfinanzierungsgesetz, das ist die 75%-Hürde, hat da angezeichnet. Das heißt, wenn die Krankenhäuser diese 75%-Hürde, 75% Auslastung erreichen, dann bekommen sie Geld. So, und man sieht, dass mit Einführung dieser Hürde haben dann die Krankenhäuser genau probiert, immer über diese Hürde zu kommen. Und das erklärt natürlich auch, warum man hier sieht, dass freie Intensivbetten abgebaut worden sind. Und man sieht hier unten auch die Covid-19-Fälle, dass, wenn die gestiegen sind, dass die belegten Intensivbetten, wie auch schon gesagt, konstant geblieben sind. Insofern, man sieht da nicht die zweite, dritte Welle und das weder auf der Ebene des Bundes noch auf der Ebene von Hamburg. Letztendlich, dass da was mit diesen Zahlen nicht stimmt, wie gesagt, das konnte eigentlich jeder sehen, der sich das DIVI-Intensivregister genau angeschaut hat. Da hat Tom, der hat mich damals auch angerufen und hat gesagt, hey, guck mal, da gibt's Abrechnungsbetrug im großen Stil, ich bin da mit dem DIVI im Kontakt, habe da sensationelle Sachen herausgefunden. Da habe ich aber zu Tom gesagt, hey, man muss da eigentlich gar nicht so genau reingehen, weil jeder erkennt es direkt mit einem Blick, dass da was nicht stimmen kann. Wenn ihr da noch tiefer in die Zahlen reingehen wollt, dann schaut euch gerne hier das Interview von Tom bei Privadovic an. Da hat das nochmal alles weiter ausgeführt mit den Intensivbetten. So, aber weil der Bundesrechnungshof jetzt diesen Skandal sozusagen, dass da was mit den Betten nicht stimmt, offengelegt hat, habe ich mir gesagt, ich gehe nochmal in die Pressekonferenz zu Herrn Tschentscher und hake da nochmal nach. Herr Tschentscher, ich habe Sie bei der LPK am 31.03. auf die Unstimmigkeiten bei den Intensivbetten angesprochen. Daraufhin haben Sie meine Frage als brandgefährlich zurückgewiesen. Mittlerweile hat der Bericht des Bundesrechnungshofs die falschen Zahlen bei den freien Intensivbetten bestätigt. Darauf hat Sie das Bundesgesundheitsministerium bereits im Januar hingewiesen. Meine Frage lautet also, wenn Sie wussten, dass die Zahlen der freien Intensivbetten unzuverlässig sind, warum haben Sie dann auf Basis dieser Zahlen und den Warnungen der Intensivmediziner den Lockdown noch weiter verschärft? Ich bleibe ja immer bei der Wahrheit. Und die Wahrheit lautet, in Hamburg gab es eine bedrohliche Zuspitzung der Zahl der Intensivpatienten. Da brauche ich keine Zahlen vom Bundesrechnungshof. Da lohnt ein Besuch auf einer Intensivstation, ein Gespräch mit einem Intensivmediziner. Hier auch mal wieder typisch Tschentscher, er bleibt immer bei der Wahrheit, das haben wir natürlich auch schon bei den letzten Pressekonferenzen immer gesehen, wenn ihr meine letzten Videos dazu kennt, dann könnt ihr da bestimmt auch schon einschätzen, wie denn diese Aussage da zu nehmen ist. Die Fakten des Bundesrechnungshofes interessieren ihn nicht, er geht da eher nach den subjektiven Einschätzungen der Intensivmediziner und kommt wieder mit so einem Totschlagargument. Das kann doch jeder sehen, der mal auf so einer Intensivstation war. Es ist ja auch nicht so, dass die Intensivstationen in den Jahren davor nie groß ausgelastet waren. Schaut euch mal dieses Bild hier an. Oder man kann sich auch mal anschauen, was der Intensivpfleger in der Pressekonferenz von Spahn gesagt hat. Man hatte den eigentlich geholt, damit er dann schön bestätigt, wie schlimm es da auf den Intensivstationen aussieht. Aber er hat genau das Gegenteil berichtet. Schauen wir hier mal kurz rein. Aber die Intensivstationen sind ja schon voll. Also man muss ja wissen, dass eine Intensivstation schon voll war, bevor es Corona gab. Schauen wir mal weiter, was Herr Tschentscher sonst noch gesagt hat. Wir waren in einer sehr, sehr kritischen Lage. Es drohte eine signifikante Überlastung der intensivmedizinischen Versorgung. Es war schon so, dass Routine-Eingriffe nicht in dem Umfang stattfinden konnten, wie das eigentlich vorgesehen ist. Und deswegen war es dringend nötig, zum 1.4. oder 2.4. die Maßnahmen einzuleiten, die wir eingeleitet haben. Hier sehen wir von Tschentscher das Übliche. Er wiederholt ganz selbstsicher die alten Phrasen, dass bloß auch keine Zweifel entstehen, dass das irgendwie von vorn und hinten nicht stimmt. Hier auch nochmal, schaut euch einfach nochmal an, wo ist da in diesen Zahlen die zweite, dritte Welle zu sehen. Hier möchte ich auch nochmal auf den Fall Schrappe eingehen. An Herrn Schrappe kann man so schön sehen, was das hier für ein Skandal ist, wie das eigentlich von Politik und den Medien ignoriert wurde
und wie denn eigentlich so da die Ereignisse waren. Wer den Schreiber nicht kennt, den habe ich in meinen letzten Videos auch immer wieder zitiert. Er hat eine Expertengruppe mit unter anderem Herrn Püschel, das ist der Pathologe aus Hamburg. Herr Schrappe ist auch selbst der ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrats Gesundheit und er hat dann mit seiner Expertengruppe, hat er in Mitte Mai den DiviGate, den Hashtag DiviGate losgetreten. In der Welt hat er damals in dem Interview dazu ganz klar gesagt, dass die Angst vor knappen Intensivkapazitäten oder der Triage total unbegründet war. Und es steht weiter fest, dass das vielen Entscheidern während des gesamten Pandemieverlaufs bewusst gewesen sein muss. Da gab es jetzt auch in der Welt wieder einen tollen Artikel dazu, der diesen ganzen Intensivskandal nochmal nachgezeichnet hat. Wollen wir mal reinschauen, da steht, als Matthias Schrappe auf den Betrug bei den Intensivbetten hinwies, stand er im Kreuzfeuer der Kritik. Inzwischen hat der Bundesrechnungshof ihn bestätigt. Wie kam es zu Medienversagen in der Divi-Affäre und welche Rolle spielt dabei eine E-Mail von Christian Drosten? Hier auch nochmal ein kurzer Einschub. Dieser Artikel ist, wie leider so viele wichtige Artikel bei der Welt, hinter der Bezahlschranke, aber ihr findet den bei mir bei Telegram, beziehungsweise da die wichtigsten Zitate daraus. Wollen wir mal reinschauen, was da so drin steht. Am 16. Mai veröffentlichte eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe um den Gesundheitsökonomen Matthias Schrappe ein Positionspapier, wo die These aufgestellt wurde, dass die Angst vor einem Notstand auf den deutschen Intensivstationen in der Pandemie unbegründet war. Unter normalen Umständen wäre solch eine gesundheitsökonomische These nichts, was für besondere Aufregung sorgen würde. Aber unsere Zeiten sind nicht normal und die vermeintlich drohende Überlastung der Intensivstation war das zentrale Argument für die schwerwiegenden Grundrechtseingriffe der Bundesnotbremse. Wer dieses Argument in Frage stellt, der stellt auch die deutsche Pandemiepolitik in Frage und jene Medien, die sie mit immer neuen Warnungen orchestriert haben. Hier wird auch auf Tom Lausen eingegangen, dessen Seite ich gerade vorgestellt habe. Dem ist aufgefallen, dass eine Umstellung der Krankenhausfinanzierung die Zahl der gemeldeten Intensivbetten in vielen Krankenhäusern am Sinken war. In den kleinen Krankenhäusern hingegen bemühte man sich um kreatives betriebswirtschaftliches Denken. Schließlich hatte die Umstellung der Corona-Politik auf die Auslastung der Intensivkapazitäten in Verbindung mit den regionalen Inzidenzwerten neue Kriterien für die Ausgleichszahlung definiert. Jetzt mussten, damit Geld floss, nicht mehr möglichst viele Betten auf den Intensivstationen freigehalten werden, sondern die Stationen eine Auslastung von 75% oder 85% erreichen. Auf Grundlage des mittlerweile bestätigten wissenschaftlichen Sachstandes war damals, also im Frühjahr, mit einer weitgehenden Beruhigung der pandemischen Lage zu rechnen. Die entscheidenden Gründe waren die Saisonalität des Virus und die erfolgreiche Impfkampagne. Die Bundeskanzlerin hätte guten Gewissens eine weitgehende Aufhebung der gravierenden Grundrechtseinschränkung ankündigen können. Stattdessen verschärfte die Bundesregierung auf Grundlage mittlerweile falsifizierter Modellrechnungen sogar noch die Maßnahmen. Nachdem man in den vergangenen 14 Monaten etliche Merkmale zur Definition gesundheitspolitischer Risiken ausprobiert hatte, war am Ende nur noch eins übrig geblieben: die Überlastung der Intensivstation mit schweren Covid-19-Fällen. In einer Pressemitteilung vom 28. März warnte das DIVI mit dem Schreckgespenst Bergamo von dem intensivmedizinischen Katastrophenfall. Ja, mit den Bildern aus Bergamo wurde ja damals auch schon der Lockdown sozusagen eingeführt. Da hat Schrappe auch schon gesagt, dass man Bergamo überhaupt nicht mit Deutschland vergleichen kann. Und hier gibt's einen Artikel vom Bayerischen Rundfunk, der mittlerweile nur noch im Internetarchiv zu finden ist. Da steht drin, warum es auch zu diesen Militärtransporten kam. Da steht drin, in Italien ist eine Feuerbestattung eher selten. Deshalb waren die italienischen Bestatter überfordert, als im Zuge der Corona-Pandemie der Staat die Feuerbestattung anordnete. Dafür waren die Bestatter nicht vorbereitet. Es fehlten Krematorien und die komplette Infrastruktur. Deshalb musste das Militär helfen. So lassen sich die Aufnahmen aus Bergamo erklären, die zeigen, wie Armeelaster Särge mit Corona-Verstorbenen abtransportiert hatten. In Deutschland hat die Urnenbestattung längst Tradition. Bilder wie aus Italien wird es bei uns nicht geben, sagte der Fachmann. Solche Meldungen sind natürlich damals untergegangen bei der ganzen Panik. Da
mache ich eventuell nochmal ein anderes Video zu, wie diese ganzen Horrorprognosen dazu geführt haben, dass es dann überall auf der Welt einen Lockdown gegeben hat. Wollen wir jetzt mal weiter in den Weltartikel reinschauen. Knapp einen Monat später trat die Bundesnotbremse in Kraft. In den deutschen Medien fand damals nicht etwa eine gründliche und nüchterne Diskussion über Intensivkapazitäten statt. Stattdessen dominierte ein moralisierender Unterton. Wer politische Kritik an den gesetzgeberischen Maßnahmen übte, musste sich den Vorwurf der Respektlosigkeit gegenüber den Beschäftigten in den Krankenhäusern anhören. Das erlebten nicht zuletzt jene Schauspieler, die mit ihren sarkastischen Videos unter dem Titel »Alles dicht machen« die Widersprüche unserer Pandemie ins Auge fassten. So, jetzt hier ein ganz wichtiges Zitat im Text. Es gab eine unheilige Allianz aus Wissenschaftlern, Medien und Politik. Einige Wissenschaftler deklarierten, was Wissenschaft ist, nämlich nur ihre jeweilige Position. Medien sorgten für die nötige Reichweite, indem sie Gegenpositionen als unwissenschaftlich und gefährlich abqualifizierten. Das hatten schließlich die von Ihnen zitierten Wissenschaftler so gesagt. Die Politik wiederum legitimierte ihre Entscheidung mit den Einschätzungen jener Wissenschaftler, die das sagten, was die Politik aus unerfindlichen Gründen hören wollte. Dramatisierung anstatt Entdramatisierung. Nach der Veröffentlichung des Schrappe-Papiers war bei einigen Publikationsorganen etwas Seltsames zu beobachten. Sie fahndeten nach vermeintlichen oder tatsächlichen Recherchefehlern. Dazu hat hier die Welt auch einen Faktencheck gemacht, um so spektakuläre Kernaussagen des Papiers zu diskreditieren. Offenbar hatten diese Medien ein gesteigertes Interesse daran, dass Schrappe falsch lag. Beteiligt an der Denunziation der Schrappe-Arbeitsgruppe waren die ersten Adressen im deutschen Journalismus, darunter der Spiegel, öffentlich-rechtliche Formate wie die Tagesschau oder der WDR. Letzterer verlinkte sogar auf dem Volksverpetzer einen angeblich Anti-Fake-News-Blog, der vor allem dazu dient, abweichende Meinungen zu brandmarken. Zum Volksverpetzer hier übrigens noch ein tolles Video von Nikolai. Dazu hatte die Welt auch mal einen tollen Artikel geschrieben, wie die Medien um die Bundesregierung einen Schutzwall gezogen haben. Zurück zu dem Text. Der Volksverpetzer unterstellte der Arbeitsgruppe von Schrappe in einem Artikel vom 17. Mai, verschwörungsideologische Narrative zu bedienen. Es handelt sich um typische Wissenschaftsleugner-Methoden, die dazu dienen sollen, die öffentliche Meinung zu manipulieren. Tja, typisch Volksverpetzer. So, dann haben wir hier den Virologen Christian Drosten, der am 21. Mai auf Twitter über den Volksverpetzer sagte, sofern er es mit seinem Hintergrundwissen beurteilen könne, noch nie die Zusammenhänge verändert oder ein Weltbild produziert. Nur 4 Tage vorher hatte der Volksverpetzer der Schrappe-Gruppe irreführende Vorwürfe und Fakes attestiert. Der Gesundheitsökonom Reinhard Busse nannte den angeblich drohenden Engpass auf den Intensivstationen dagegen in einem Weltinterview schlicht Quatsch. Vielmehr sei die Lage außer im März, April 2020 nicht so angespannt gewesen, dass Krankenhäuser auf Wahloperationen verzichten mussten. Als langjähriger Gutachter des Bundesgesundheitsministeriums wird er vermutlich über das nötige Hintergrundwissen verfügen. Die Politik hatte eine drohende Notlage behauptet, die so nie existierte. Das konnte nur gelingen, weil die Intensivmediziner irreführende Zahlen über ihre Kapazitäten in die Welt setzten. Diese Legende übernahm ungeprüft einige Medien, obwohl sie es längst besser wissen konnten. Welt liegt eine Mail von Christian Drosten an Hedwig François Kettner vor. Sie ist Mitglied in der Arbeitsgruppe von Schrappe, arbeitete früher ebenfalls an der Charité. Dort kommt Drosten gegenüber der sehr geehrten Frau François Kettner sehr schnell zur Sache. Er unterstellt der Stellungnahme der Arbeitsgruppe eine Vielzahl von Denkfehlern, falschen Argumenten und haltlosen Anschuldigungen. Das sei unerträglich. Worin die Fehler konkret bestehen könnten, macht Drosten in seiner Mail leider nicht deutlich. Ja, das erinnert mich, die Argumentation von Drosten erinnert mich stark so an das, was man vom Volksverpetzer kennt. Da ist es kein Wunder, dass er die auch lobend erwähnt. Dabei hätte das eine interessante Diskussion unter Wissenschaftlern werden können. Aber wäre Drosten dafür überhaupt der richtige Ansprechpartner? Er beklagt als Virologe die schlechte Qualität der Arbeit, die er fachlich gar nicht hinreichend beurteilen kann. Ja, so ist es. Herr Virologe Drosten hat natürlich zu allem eine Meinung, auch natürlich zu Intensivbetten. Das weiß er als Virologe natürlich sehr gut, eben nicht.
Der Berliner Virologe konnte nicht ahnen, dass der Bundesrechnungshof wenig später die Erkenntnisse von Schrappes Arbeitsgruppe bestätigen sollte. Allerdings muss man sich im Rückblick fragen, wen Drosten eigentlich meinte, als er in seinem elektronischen Drohbrief von Rücksichtslosigkeit in der Verbreitung persönlicher Meinung unter Vorspiegelung von Professionalität schrieb. Seine E-Mail zeigt, wie hinter der medialen Kulisse mit allen Mitteln versucht wurde, das eigene pandemiepolitische Narrativ zu retten. Mit Aufklärung hat das nichts zu tun. Ja, und genau das haben wir jetzt hier bei Herrn Tschentscher gesehen, dass er seine mediale Kulisse mit allen Mitteln versucht, da irgendwie aufrechtzuerhalten, damit sein Narrativ von der schlimmen Pandemie halt einfach weiter gerettet wird. Wie die Welt hier schon schreibt, das hat alles nichts mit Aufklärung zu tun. Übrigens hatte dazu auch die AfD eine Aktuelle Stunde am 20.05., also am 20. Mai im Bundestag einberufen, gerade zu diesem Schrappe-Papier, zu den Intensivbetten. Da war es dann aber für die anderen Parteien wichtiger, AfD-Bashing zu betreiben, als sich mit diesem Betrug bei den Intensivbetten zu beschäftigen. Da hat Schrappe dann auch zugeschrieben, in einer Bundestagsdebatte wurde der Bericht der Autorengruppe fast ausschließlich unter dem Aspekt der Abgrenzung gegenüber der AfD diskutiert. Als Beispiel für die ganze Debatte könnt ihr euch diese kurze Rede hier mal anschauen. Ich blende die auch mal kurz ein. Für mich zeigt das nur wieder, dass in der heutigen Zeit da Haltung zeigen, auf der richtigen Seite zu stehen, viel, viel wichtiger ist, als irgendwie da die Skandale aufzuklären und sich auf die Fakten zu konzentrieren. Kommen wir jetzt zum PCR-Test. Das ist ja so der Dreh- und Angelpunkt in der Pandemie. Das ist ja auch das, was die Kritiker von Anfang an gesagt haben, dass dieser Test eigentlich überhaupt nicht geeignet ist. Da wollen wir uns auch mal direkt anschauen, was der Staatsvirologe Drosten zu diesem Test 2014 in der Wirtschaftswoche gesagt hat. Die PCR-Methode ist so empfindlich, dass sie ein einzelnes Erbmolekül dieses Virus nachweisen kann. Wenn ein solcher Erreger zum Beispiel bei einer Krankenschwester mal eben einen Tag lang über die Nasenschleimhaut huscht, ohne dass sie erkrankt oder sonst irgendetwas davon bemerkt, dann ist die plötzlich ein MERS-Fall. Also MERS war damals in Saudi-Arabien da die sogenannte Kamelgrippe. Wo zuvor Todkranke gemeldet wurden, sind nun plötzlich milde Fälle und Menschen, die eigentlich kerngesund sind, in der Meldestatistik enthalten. Auch so ließe sich die Explosion der Fallzahlen in Saudi-Arabien erklären. Dazu kommt, dass die Medien vor Ort die Sache unglaublich hochgekocht haben. Ja, jetzt natürlich die Frage, kann man das mit heute vergleichen? Ihr könnt ja selbst mal schauen, ob heute nur milde Fälle, die eigentlich kerngesund sind, in der Meldestatistik erfasst sind. Herr Tschentscher hat sogar mal in einer Pressekonferenz gesagt, dass 85% der positiv Getesteten sehr milde Verläufe haben. Das hat Herr Drosten jetzt auch nochmal in einem Untersuchungsausschuss gesagt, dass das meistens überwiegend sehr mild verlaufende Fälle sind. Ja, und auch ob die Medien das Thema jetzt total hochgekocht haben, das könnt ihr auch für euch selbst entscheiden. Ich glaube auf jeden Fall, dass man dieses Zitat eigentlich 1:1 auf die heutige Zeit übertragen kann. Wir können uns auch mal anschauen, was Kerry Mullis zu seinem Test gesagt hat. Der hat damals diese Testmethode erfunden, hat dafür einen Chemie-Nobelpreis erhalten. Er ist leider 2019 verstorben. Ansonsten wäre er wahrscheinlich heute der größte Kritiker dieser Pandemie. Und er hat damals gesagt, dass seine Testmethode keine Infektion nachweisen kann. It allows you to take a very minuscule amount of anything and make it measurable and then talk about it in meetings and stuff like it is important. It doesn't tell you that you're sick and it doesn't tell you that the thing you ended up with really was going to hurt you or anything like that. Kerry Mullis hat auch eine super spannende Autobiografie geschrieben. Das habe ich letztes Jahr gelesen, das Buch. War für mich sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam, war eigentlich so eines der spannendsten Bücher, die ich letztes Jahr gelesen habe. Da geht es halt viel um Wissenschaft allgemein, wie die Wissenschaft korrumpiert wird, um HIV, dass es da alles ganz anders ist, als es aussieht, um UFOs, um Astrologie, um Drogenerfahrungen. Also man braucht auf jeden Fall einen offenen Geist, um dieses Buch zu lesen. Aber wie gesagt, mir hat es sehr gut gefallen. Insofern hier eine absolute Leseempfehlung.
Ja, bei der Pressekonferenz am 31.3., da habe ich auch den Lancet-Artikel auf den verwiesen. Der Lancet ist die renommierteste Medizinzeitschrift der Welt. Und die haben in einem Artikel haben sie geschrieben, dass 50-75% der positiv Getesteten nicht mehr ansteckend sind. Da habe ich dann in der Pressekonferenz gefragt, woher man denn wissen will, ob jemand überhaupt ansteckend ist oder nicht, wenn man denn diesen CT-Wert nicht erhebt. Schauen wir mal rein, was Herr Tschentscher da damals dazu gesagt hat. Im Verlauf einer Erkrankung ein PCR-Test sehr sicher diese Infektion dann anzeigt, aber die Infektiosität natürlich nicht in jeder Phase der Erkrankung gleich hoch ist. Und ich glaube, da gibt es Hinweise, beziehungsweise da gibt es Stellungnahmen, die das beschreiben, aber die natürlich nicht in dieser irreführenden Art und Weise interpretiert werden dürfen, wie Sie das gerade getan haben. Ja, hier mal wieder die übliche Rhetorik von Herrn Tschentscher. Ich habe natürlich diesen Artikel irreführend interpretiert. Und oh Wunder, diesen Artikel vom Lancet hat jetzt eine Studie der Uni Duisburg-Essen nochmal bestätigt. Die schreiben, dass bei durchschnittlich etwa 60% der Getesteten mit Covid-19-Symptomen hohe CT-Werte nachgewiesen wurden. In den Wochen 10 bis 19 waren es sogar 78%, die sehr wahrscheinlich nicht mehr ansteckend waren. So, hier schreibt man auch, die Patienten mit Covid-Symptomen, natürlich, es geht natürlich auch immer dieses Märchen um von asymptomatischen Übertragungen. Ich glaube, da bin ich in den letzten Videos auch mal drauf eingegangen. Letztendlich ist das halt einfach nur eine Legende, die immer weiter aufrechterhalten bleibt. Ansteckend ist man nach der Mainstream-Theorie nur, wenn man dann Symptome hat. Deswegen hier auch bezieht man sich nur auf die Menschen mit Covid-Symptomen. Weiter heißt es in dem Artikel, die Zahlen der positiv Getesteten sollten daher nicht als Grundlage für Pandemiebekämpfungsmaßnahmen wie Quarantäne, Isolation oder Lockdown benutzt werden. Über diese Studie hat die Bild-Zeitung berichtet, da hat RTL darüber berichtet. Das heißt, man müsste eigentlich meinen, dass die Leute auf der Straße davon gehört haben. Wir waren für euch an der Alster wieder unterwegs, haben die Passanten gefragt und die Leute haben natürlich überhaupt nichts davon gehört und wenn man sie damit konfrontiert hat, dann wird natürlich alles runtergespielt. Auf jeden Fall habe ich mir gesagt, mit diesen neuen Erkenntnissen kann man nochmal bei Herrn Tschentscher nachhaken. Das sah dann so aus. Herr Tschentscher, bei der LPK am 31.3. habe ich auf den Lancet-Artikel verwiesen, wonach 50-75% der positiv Getesteten nicht ansteckend sind und gefragt, woher man denn bei einer Nichterhebung des CT-Werts sagen kann, ob jemand infektiös ist oder nicht. Damals haben Sie dies noch als eine irreführende Interpretation abgetan. Nun hat sich aber in der Zwischenzeit, da wurde diese Erkenntnis vom Lancet von einer Studie der Uni Duisburg-Essen nochmal bestätigt. Meine Frage lautet also, die WHO und Drosten empfehlen den CT-Wert zu berücksichtigen. Warum tun Sie das bis heute nicht? Ich will hier keine Paper-Diskussion in der Pressekonferenz vornehmen. Ich habe das Gefühl, Sie wissen gar nicht, worüber Sie dort sprechen. Natürlich will Herr Tschentscher da nicht irgendwie eine Paper-Diskussion starten und der bügelt mich dann wieder so ab. Ja, ich habe das Gefühl, Sie wissen überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Da ist natürlich die Frage, geht man so mit kritischen Fragen um? Geht man so mit kritischen Medienvertretern um? Ich glaube, nein. Wir berücksichtigen sehr wohl den CT-Wert. Der ist ja, in jedem Labor wird er erhoben. Und es gibt dann auch eine Entscheidung darüber, ab wann ein PCR-Ergebnis als positiv interpretiert wird und unterhalb welcher Grenzen er nicht mehr als positiv gegolten wird. Das ist eine sehr fachliche Frage, die nach höchsten labormedizinischen Standards in Hamburg und Deutschland insgesamt so gemacht wird. Und da gibt es überhaupt nichts, was wir jetzt hier im Rahmen dieser Pressekonferenz und im Zusammenhang mit der Corona-Lage diskutieren müssten. Ja, natürlich gibt es da nichts, was man irgendwie diskutieren muss. Das ist ja nur die weltweit renommierteste Fachzeitschrift, Medizinfachzeitschrift, die sagt, dass 75% der positiv Getesteten überhaupt gar nicht ansteckend sind. Daraus kann man dann auch folgen, dass die ganzen Grundrechtseinschränkungen, die schlimmsten Grundrechtseinschränkungen seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich total unsinnig waren und Herr Tschentscher demnach auch zurücktreten müsste,
Da ist es natürlich kein Wunder, dass Herr Tschentscher darüber nicht sprechen will und natürlich mich lieber beleidigt und mir unterstellt, dass ich irgendwie gar keine Ahnung habe. Und natürlich, wenn das jetzt von einer Studie nochmal bestätigt ist, dann muss man natürlich überhaupt nicht sich die Fakten nochmal anschauen und vielleicht nochmal, ja, halt einfach reflektieren, was man denn da gemacht hat, ob das überhaupt alles angemessen war. Ja, Tschentscher sagt auch, dass man den CT-Wert berücksichtigt und danach entscheidet, ob ein Test als positiv interpretiert wird oder nicht. Beim CT-Wert, da schaut euch einfach auch mal mein Video von der letzten Pressekonferenz an. Da habe ich den CT-Wert ganz genau erklärt. Kurz gesagt ist es halt einfach die Viruslast, die da angegeben wird. Die Studie der Universität Duisburg-Essen, die sagt, dass ab einem CT-Wert von 25 die Viruslast so gering ist, dass man mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass diese Person nicht mehr ansteckend ist. In dem letzten Video habe ich auch ausgeführt, dass die Tagesschau sogar geschrieben hat, dass dieser CT-Wert der meisten Gesundheitsämtern nicht mitgeteilt wird. Und in Hamburg wird das auch nicht gemacht. Das habe ich damals mit einer Presseanfrage herausgefunden. Und jetzt sieht man auch, es wird einfach nicht berücksichtigt, dieser CT-Wert. Da gibt es hier einen spannenden Artikel in der Welt vom 15. April dazu. Da schreibt man, Fakt ist, in Deutschland spielt der CT-Wert kaum eine Rolle und die Politik macht keine Anstalten daran, etwas zu ändern. Ja, das ist so. Die Politik hat offenbar kein Interesse daran zu sehen, wie valide denn diese Testergebnisse wirklich sind. Dazu hat Herr Drosten am 5. August 2020 in der Zeit gesagt, zusätzlich brauchen wir eine weitere entscheidende Änderung unserer Strategie. Eine Testung auf Infektiosität statt auf Infektion. Die Informationen dafür liefern die gängigen PCR-Tests schon in Form der Viruslast, also in Form dieses CT-Werts. Eine niedrige Viruslast bedeutet, dass ein Patient nicht mehr ansteckend ist. Also eine niedrige Viruslast hat man, wenn man, wie gesagt, über 25 hat, ein CT-Wert über 25. Drosten sagt dann weiter, würden wir uns zutrauen, aus den inzwischen vorliegenden wissenschaftlichen Daten eine Toleranzschwelle der Viruslast abzuleiten, könnten Amtsärzte diejenigen sofort aus der Abklingzeit entlassen, deren Viruslast bereits unter die Schwelle gesunken ist. Es würden wohl die allermeisten sein. Dann gab es noch einen Nachtrag von Herrn Drosten in der Welt zwei Tage später. Gemeinsam mit dem RKI habe ich intensiv an der Erstellung eines CT- bzw. Viruslaststandards gearbeitet. Dieser wurde mittlerweile allen Diagnostiklaboren zur Verfügung gestellt, sodass CT- oder bessere viruslastbasierte PCR-Befunde möglich sind. Die Viruslastmessung wird auch schon in vielen Richtlinien in der Praxis des öffentlichen Gesundheitsdienstes angewandt. Ja, ob das tatsächlich so ist, das wage ich zu bezweifeln. Wir schauen mal hier rein, was das ZDF hier in einem Artikel zu der Studie der Uni Essen-Duisburg geschrieben hat, oder Uni Duisburg-Essen heißt es. Zudem wäre es Expert-Sternchen-Innern, natürlich wie immer gegendert, obwohl es keinen interessiert. Zudem wäre es Experten zufolge natürlich wünschenswert, den CT-Wert beim Test immer mit angeben zu können. Allerdings müsste dafür ein einheitlicher Grenzwert und vor allem eine Standardisierung der Testung in den Laboren etabliert werden, um die Werte zu vergleichen, sagt Martin Stürmer. Tja, im April hat Herr Drosten noch gesagt, dass es da eine Standardisierung gibt, dass es da Richtlinien gibt, die auch schon angewandt werden. Jetzt sagt hier ein Experte, dafür gibt es keine einheitliche Grenzwerte und Standardisierung. Insofern, ja, macht euch selbst ein Bild, was ihr mehr glaubt. So, weiter im Artikel heißt es, darauf muss man sich eigentlich auch beziehen, wenn man CT-Werte und Infektiosität bewerten möchte. Es ist also noch einiges an Standardisierung notwendig für eine optimale Nutzung des CT-Wertes als Marker in einer Pandemie. Für mich heißt es also ganz klar hier, dass seit August über eine Standardisierung der PCR-Tests über die Grenzwerte gesprochen wird, aber dass bis heute diese Standardisierung nicht durchgeführt wurde und man einfach jeden mit einem positiven Test, egal wie hoch der CT-Wert ist, in Quarantäne steckt.
Drosten stellt sich natürlich auch hier so dar, als würde er irgendwie da zur Aufklärung beitragen, als wäre er als Staatsvirologe hier irgendwie dran interessiert, dass die Zahlen richtig erhoben werden. Meiner Meinung nach spielt er da aber ein falsches Spiel und tut einfach nur so, als würde er dazu Aufklärung beitragen. Das kann man erkennen, wenn man sich damals sein Corona-Testprotokoll anschaut, was da mit dem Team Common Drosten da entwickelt hat. Das wurde dann als Leitfaden von der WHO übernommen und da wurde kein Schwellenwert, kein sogenannter Cut-off angegeben, sondern ein Zyklus von 45 wurde da festgesetzt. Wenn er auf der einen Seite sagt, man müsste sich zutrauen, da eine Toleranzschwelle für die Viruslast festzulegen, dann muss man sich natürlich fragen, warum hat er das damals bei diesem Testprotokoll nicht gemacht? Hätte er das von vornherein angegeben? Hätte er sich von vornherein so eine Toleranzschwelle überlegt, auch wenn sie bei 25, 28 oder 30 gewesen wäre und nicht bei 45, dann wäre meiner Meinung nach diese Pandemie niemals so schlimm geworden, dann hätten wir wahrscheinlich auch niemals Lockdowns gesehen. Aber wie gesagt, schaut da gerne rein und macht euch ein eigenes Bild. Auf jeden Fall ist es auch kein Wunder, wenn man solche Tests nimmt, wo die meisten halt einfach sehr hohe CT-Werte haben. Da ist es kein Wunder, dass Herr Drosten vor kurzem in einem Untersuchungsausschuss, der wurde übrigens in den Mainstream-Medien so gut wie kaum behandelt. Da hat auf jeden Fall in diesem Untersuchungsausschuss, da hat Herr Drosten gesagt, dass Corona in den allermeisten Fällen eine milde Erkrankung ist. Das Thema mit dem CT-Wert hat Herr Drosten auch schon in seinem Podcast am 7. Mai 2020 angesprochen. Da hat er gesagt, dass ein CT-Wert von 25 die magische Grenze für die Infektiosität, also für die Ansteckung ist. Da hat er dann aber hinzugefügt, dass diese Information nur für Mediziner und Experten ist und dass der allgemeine Zuhörer das überhaupt nicht verstehen kann, weil das ist auch überhaupt nicht wichtig. So, hier muss man sich vorstellen, wie gesagt, hätte er direkt diesen Wert bei 25 festgelegt, wäre wahrscheinlich es überhaupt nicht weltweit zu diesen Maßnahmen gekommen. Aber Herr Drosten hat im Mai gesagt, das ist ja alles nicht wichtig, irgendwie da einen Cut-off festlegen, alles überhaupt nicht wichtig, das sollen die Mediziner und Experten sich anschauen, aber tja, überhaupt nicht wichtig, ne? Ja, aufgrund des Lancet und dieser aktuellen Studie wäre bei der ganzen Testerei dann nur halb so viel positiv getestet oder bis zu ein Viertel der positiv Getesteten. Und wie gesagt, wir hätten dann wahrscheinlich überhaupt nicht solche harten Maßnahmen erlebt. Meiner Meinung nach sieht man hier auch ganz klar einen Vorsatz, wo man ganz viele Indizien erkennen kann, dass es sich hierbei um eine Agenda geht, die durchgedrückt werden soll. Den Eindruck, den bekommt man auch, wenn man sich mit der Schweinegrippe damals von 2019 da beschäftigt. Da gibt's hier ein super Dokument, wo sehr viele tolle Artikel zu Corona, auch im Rückblick nochmal mit der Schweinegrippe da zusammengetragen worden sind. Da ist hier ein schöner Artikel aus Forbes zu der Schweinegrippe. Da steht, das ist jetzt hier die übersetzte Version, warum die WHO eine Pandemie inszeniert hat. Im Mai verkündete die WHO eine neue, auf die Schweinegrippe abgestimmte Definition, die einfach den Schweregrad als Faktor eliminierte. Man könnte nun eine Pandemie mit null Todesfällen haben. Ist das nicht auch das, was wir gerade sehen, dass man, wenn man den CT-Wert, wenn man da keinen Cut-off festlegt, dass man dann den Schweregrad überhaupt nicht beurteilen kann? Wie Drosten schon gesagt hat, da ist einfach nur mal ein Virus über die Schleimhaut gehuscht und schon springt dieser hochsensitive Test an. Man könnte nun eine Pandemie mit null Todesfälle haben. Aber hier ist mehr als bürokratisches Eigeninteresse am Werk. Bizarrerweise hat die WHO ihre gefälschte Pandemie auch ausgenutzt, um eine extreme politische Agenda voranzutreiben. Hier sehen wir eine Agenda vorantreiben. Das schreibt Forbes. In einer Rede im September sagte WHO-Generaldirektorin Chan, dass Gesundheitsminister die verheerenden Auswirkungen der Schweinegrippe auf ärmere Länder ausnutzen sollten, um die Botschaft zu verbreiten, dass Veränderungen in der Funktionsweise der Weltwirtschaft notwendig seien, um Wohlstand auf der Grundlage von Werten wie Gemeinschaft, Solidarität, Gleichheit und soziale Gerechtigkeit zu verteilen.
Sie erklärte weiter, dass sie als Waffe gegen die internationale Politik und die Systeme, die die Finanzmärkte, die Wirtschaft, den Handel und die Außenpolitik regieren, eingesetzt werden sollte. Ja, das ist nichts anderes als der internationale Sozialismus, der da weltweit durchgesetzt werden soll. Das habe ich auch schon in meinem Video zum Great Reset weiter ausgeführt, dass halt diese ganze Agenda im Kern eine antikapitalistische ist. Und ja, wie gesagt, man sieht hier ganz klar eine Agenda. Schaut euch auch dazu unbedingt mein Video zum Great Reset an. Ansonsten kann ich auch nochmal dieses Buch hier empfehlen von Naomi Klein, die Schockstrategie. Sie schreibt natürlich hier über den Katastrophenkapitalismus. Für mich ist das, was sie da beschreibt, kein Kapitalismus, sondern Lobbyismus, Kooperatismus oder Neosozialismus, wie man das immer bezeichnen soll. Naomi Klein hat natürlich auch als Linke, hat sie heute überhaupt nicht verstanden, was sie damals in dem Buch beschrieben hat, dass eigentlich genau das gerade passiert, dass die Welt geschockt wird, um dann eine Agenda durchzudrücken. Eigentlich genau das passiert. Aber wie gesagt, Naomi Klein hat's, wie ich das gesehen habe, heute nicht richtig verstanden. Bei Change habe ich da nochmal nachgehakt. Aber eine Nachfrage. Wird Ihnen dieser CT-Wert denn mitgeteilt oder nicht? Mir persönlich wird der CT-Wert nicht mitgeteilt, aber das ist etwas, was in jedem akkreditierten Labor Grundlage der Testauswertung ist. Und ein PCR-Test, der von einem akkreditierten Labor, von einem Laborarzt als ein positiver PCR-Befund dargestellt wird, hat eine sehr hohe Aussagekraft. Und deswegen ist das die Grundlage für Entscheidungen, die wir treffen. So, hier mal wieder eine typische Changer-Antwort. Mir persönlich wird der CT-Wert nicht mitgeteilt. Natürlich nicht ihm persönlich. Da wollte ich auch nochmal nachhaken, aber mein Mikrofon war abgestellt. Es wird ihm natürlich nicht persönlich mitgeteilt, sondern den Gesundheitsämtern, wo er als der Hamburger Bürgermeister der Chef von ist. Ich hatte auch mal vor ein paar Monaten Labore angefragt, bis zu welchem CT-Wert sie ein Ergebnis als positiv melden. Da habe ich dann zum Beispiel von Biosentia die Antwort erhalten, dass man Ergebnisse bis zu einem Wert von 39 als positiv meldet. Man hat ja auch geschrieben, dass die PCR alleine ohne Kenntnis von Klinik und Amnese nicht für umfassende Entscheidung taugt. Fakt ist ja also, dass Gesundheitsämter überall in Deutschland nach der Vorgabe des RKI jeden positiv Getesteten unabhängig vom CT-Wert in Quarantäne stecken müssen. Wir sehen hier, dass bei asymptomatischen SARS-CoV-2-Infektionen man frühestens nach 14 Tagen entlassen wird. Die Studie der Uni Essen-Duisburg sagt dazu, auch das Abfragen von Covid-19-Symptomen bei Getesteten würde helfen, die Ergebnisse von PCR-Tests besser bewerten zu können. Aber auch wieder hier, man erhebt nicht die Symptome. Wie in dem letzten Video auch schon ausgeführt, sagt selbst die WHO, dass wenn das Ergebnis nicht mit dem klinischen Bild übereinstimmt, also das heißt, wenn jemand positiv getestet ist, aber keine Symptome hat, dann soll man den Test nochmal durchführen, aber das wird bis heute nicht gemacht. Wie gesagt, das sind die offiziellen WHO-Richtlinien. Auf die neue Studie zum PCR-Test wurde auch Frau Merkel im Bundestag angesprochen. Das war übrigens genau der gleiche AfDler, der auch schon das Thema mit den Intensivbetten in den Bundestag gebracht hatte. Schauen wir mal hier rein. Und deswegen, Professor Dr. Andreas Stang äußert sich dazu wie folgt, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, die am Ende errechnete Zahl von SARS-CoV-2-positiv Getesteten sollte daher nicht als Grundlage für Pandemiebekämpfungsmaßnahmen wie Quarantäne, Isolation oder Lockdown benutzt werden. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie, stimmen Sie dieser Aussage zu? Und wenn nein, warum nicht? Nein, ich stimme der Aussage so nicht zu. Ich glaube, dass auch gute wissenschaftliche Antworten, die ich hier nicht wiedergeben kann, zum Beispiel von Herrn Professor Drosten in seinen letzten Podcast gegeben wurden. Ich will nur ganz allgemein sagen, Sie schauen sich, wenn Sie sich den PCR-Wert eines Erkrankten anschauen, dann baut der sich auf und dann baut er sich nach einem Höhepunkt auch wieder ab. Und das heißt, man hat im Verlaufe der Krankheit, wenn man jetzt jeden Tag einen PCR-Test machen würde, immer eine bestimmte Verlaufskurve. Und da sind Teile davon unterhalb von 25 und Teile davon sind über 25. Einmal ist man mehr ansteckend, man kommt man ins Ansteckenbereich, dann ist man wieder gar nicht mehr ansteckend.
Und die einzige Frage ist, haben wir, und wir hatten ja nur eine endliche Zahl von PCR-Tests zur Verfügung, vielleicht manchen Menschen 3 oder 4 Tage zu lange Quarantäne gesagt. Sie können aber mit einem PCR-Test, bei dem Sie 100% rauskriegen, ob jemand die Krankheit hat, nicht sagen, ist der auf dem aufsteigenden Ast des PCR-Wertes, auf dem absteigenden Ast des PCR-Wertes, also weil es gerade andersrum geht, ist mit meiner Handbewegung, müssen Sie sich andersrum denken, aber ist er genau, auf in welchem Stadium der Infektion ist der? Und deshalb glaube ich, dass wir im großen Ganzen im Blick auf die Verfügbarkeit von PCR-Tests verantwortlich gehandelt haben und man natürlich, wenn man unendlich viele solcher Tests hat, könnte man die Quarantänezeit hinten und vorne noch ein bisschen abschneiden. Aber das wäre nicht verantwortlich, da man für das Individuum ja auch gar nicht weiß, wie sich die PCR-Konzentration dann verändert. Das kann beim einen schnell gehen, beim anderen langsam gehen. Wir können ja nicht stündlich testen und fragen, ist der jetzt über 25 oder unter 25 und darf ich den noch auf die Straße lassen? So. Und deshalb ist das nach bestem Wissen und Gewissen gut gemacht. Erstmal muss man hier sagen, dass Frau Merkel schon mal viel, viel sachlicher auf die Frage eingeht, als wir das hier bei Herrn Tschentscher gesehen haben. Wollen wir uns auch mal den Drosten-Podcast anhören, auf den Merkel sich hier bezieht oder den sie erwähnt. Solche Fälle, die auf dem aufsteigenden Ast sind, also wo die Viruslast ansteigt, sind laut Drosten jetzt nicht total selten, die kommen immer wieder vor. Es hört sich für mich jetzt nicht so unbedingt an, als wären die Fälle jetzt von großer Bedeutung, aber bei so einem Killer-Virus, da muss man natürlich auf Nummer sicher gehen und alle in Quarantäne stecken, egal wie oft denn tatsächlich jemand auf dem aufsteigenden Ast ist, dass da die Viruslast immer größer wird und er dann im schlimmsten Fall nachher ansteckend sein kann. Zu den Ansteckungen gleich auch nochmal mehr. Übrigens hat Tim Röhn, das ist derjenige, der auch den PCR-Testartikel in der Welt geschrieben hat, den ich da empfohlen habe, den ich sehr schön fand, der hat den Leiter der Studie nochmal zu der Thematik befragt, zu der Viruslast, also dazu, dass sich bei einem Patienten, der die Viruslast auf dem aufsteigenden Ast befindet, da schreibt Tim Röhn, habe heute mit Stang gesprochen, Unterscheidung bezüglich Zeitpunkt nimmt er sowohl vor, auch bezüglich CT erklärt er sich. Das schreibt er darauf, weil hier Markus Grill gesagt hat, dass Herr Stang wahrscheinlich nicht danach unterscheidet, ob jemand noch nicht infektiös ist, also dass diese Thematik mit dem aufsteigenden Ast. Herr Grill ist übrigens Investigativjournalist beim NDR WDR, Leitung Berliner Büro, und er hat diesen Tagesschau-Artikel zum CT-Wert geschrieben, den ich gerade auch zitiert habe. Tim Röhn sagt dazu, Ihren guten Text aus 2020 kenne ich, es war aber, was mich wundert, eine der wenigen Veröffentlichungen dazu. Ja, das wundert mich auch, dass es sehr wenige Artikel zu dieser Thematik gegeben hat. Aber wie gesagt, wenn man viele Indizien dazu hat, dass es da eine Agenda dahinter gibt, dann mag das dann vielleicht weniger verwundern. So, zurück zum Drosten-Podcast. Da wird darauf angesprochen, dass man doch nur die sehr hohen Testergebnisse nach 1-2 Tagen nochmal nachtesten kann. Da sagt er dann, sowas wäre denkbar, das hat man nur organisatorisch nicht hingekriegt. Die Technik und die Labortestung ist hier nicht der Haken, sondern es ist wieder mal die Umsetzung und die Regulation. Da auch nochmal, wenn Herr Drosten das von Anfang an in seinem Testprotokoll schon so kommuniziert hätte, dann hätte man da auf jeden Fall entsprechende Kapazitäten aufbauen können, dann hätte man das auch bestimmt umsetzen können, wenn denn ein Wille tatsächlich da gewesen wäre. Oder wir haben hier Tim Röhn, der in seinem tollen Artikel zum PCR-Test schreibt, das mögliche Argument, es sei zu aufwendig und mit zu viel Bürokratie verbunden, positiv Getestete weitergehend zu untersuchen und die Anzahl der Zyklen zu begutachten, darf dabei nicht gelten. Es wurden Impfstoffe im Raketentempo entwickelt, hunderte Covid-Forschungsprojekte initiiert und umfassende Entschädigungsmodelle für vom Lockdown getroffene Unternehmen entwickelt. Da sollte auch mehr Beschäftigung mit PCR möglich sein. Merkel sagt ja auch hier, das haben wir da gesehen, die sagt, man hätte vielleicht bei dem einen 3-4 Tage zu lang Quarantäne verordnet. Nach der neuen Studie und nach dem Lancet sind es aber bis zu 78% der positiv Getesteten, die entweder überhaupt nicht oder wenn dann vielleicht nur 1-2 Tage, bis sie denn nachgetestet worden sind, da in Quarantäne
gemusst hätten. Diese Menschen hat man also 12 oder 13 Tage zu viel in Quarantäne gesteckt und nicht, wie Merkel es behauptet, nur 3 oder 4 Tage. Hier kann man sich also fragen, warum hat man ganze 15 Monate lang Millionen von Deutschen aufgrund dieses unzuverlässigen Testergebnisses in Quarantäne gesteckt, hat damit ja halt einfach gar keine wissenschaftliche Notwendigkeit gehabt, hat es aber trotzdem gemacht. Insofern, wie gesagt, eigentlich kann man sich das alles nicht erklären. Entweder sind sie total unfähig oder sie haben tatsächlich eine Agenda. Also, dass verschiedene Varianten auftauchen können, damit müssen wir rechnen, solange nicht die gesamte Weltbevölkerung geimpft ist. Ja, bis die ganze Weltbevölkerung geimpft ist, ja. Da kann man natürlich jetzt noch viel zu der Impfung zu sagen, aber das will ich jetzt nicht machen. Man muss sich halt einfach nur mal kurz die BioNTech-Studie anschauen. Da sieht man, dass es in der Placebo-Gruppe lediglich 4 Personen gab, die an Corona schwer erkrankten. Und in der Gruppe mit den geimpften Personen gab es 4, die eine schwere impfstoffbezogene Nebenwirkung hatten. Das heißt also, man hat 0,02%, die ohne Impfung schwer krank wären, und 0,02%, die mit der Impfung schwer krank wären. Das kann man alles im epidemiologischen Bulletin nachlesen oder wenn man direkt sich die Studie anschaut. Wenn man sich auch mal diesen Lancet-Artikel anschaut, dann ist es auch eine Wirksamkeit von absolut 0,84%. Das heißt, man hat ein absolut geringeres Risiko, an Corona zu erkranken mit der Pfizer-BioNTech-Impfung von 0,84%. Da muss man sich dann natürlich auch fragen, inwieweit man das Risiko eingehen will, sich einen experimentellen Impfstoff spritzen zu lassen, wenn da das absolute Risiko nur um 0,84% sinkt. Wenn es denn ein experimenteller Impfstoff mit einer Notfallzulassung ist, wie gesagt, der Notfall, ob es den tatsächlich gibt, kann jeder anhand dieses Videos, anhand der Informationen selbst beurteilen. Ich denke, diesen Notfall hat es niemals gegeben. Die ganze Panik hat nur bei der Politik und in den Medien stattgefunden. Und dass natürlich auch viele, die sich geimpft haben, jetzt trotzdem Corona bekommen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wie gesagt, bei der Impfung will ich nicht ganz so tief reingehen. Wenn man alles andere sich davor anschaut, dann sieht man eigentlich schon, dass die Impfung, ja, dass das auch nicht wirklich sinnvoll ist. So, dann redet Merkel hier noch über die Inzidenz, die ja auch durch die PCR-Tests ermittelt wird. Die Inzidenz ist die Zahl der Menschen, die einen positiven PCR-Test hatten pro 100.000 Einwohnern in 7 Tagen. Und diese Inzidenz, da haben wir eine Evidenz gehabt, dass bei den bisherigen Varianten, ich hole das bei der nächsten Frage rein, bei den bisherigen Varianten die Krankenhaushäufigkeit so und so viel hoch ist und die schwere Erkrankungsverläufe so und so hoch sind und Long-Covid vielleicht so und so hoch sind. Durch das Impfen wird sich das ändern. Das heißt, das, was wir im letzten Winter hatten, dass die Inzidenz in dieser und jener Weise mit der Zahl der belegten Intensivbetten verbunden ist, das wird nicht mehr 1:1 so gelten. Ja, ob die Inzidenz mit der Zahl der belegten Intensivbetten verbunden ist, können wir uns mal anschauen, wenn wir hier das Divi-Register anschauen. Wir sehen hier deutschlandweit, wo ist da die zweite und dritte Welle bei den belegten Betten zu sehen? Ich sehe sie nicht. Oder wenn wir uns hier die Grafik von Tom anschauen, da sehen wir hier unten die Covid-Fälle eingezeichnet. Die belegten Intensivbetten in Hamburg bleiben alle gleich. Das Thema Inzidenz hatte ich ja auch öfter. Die Zahl ist ja absolut nichtssagend. Wenn man da einfach mehr testet, dann steigt auch die Inzidenz. Die 50er-Grenze, die wird übrigens auch nur festgelegt, weil die Gesundheitsämter sich immer noch im Faxzeitalter befinden. Wie auch schon gesagt, dazu kommt noch, dass sich die Inzidenz auf der Basis der Tests ermittelt, die wir dann gesehen haben, absolut unzuverlässig sind. Zur Inzidenz hier nochmal ein Beitrag vom ZDF. Ungenau in der Aussagekraft ist letztlich auch die vertraute Kurve der Neuinfektionen. Vielfach gefordert, aber nie verwirklicht, wurde ein sogenanntes Panel. Regelmäßige, wiederholte, repräsentative Stichproben in der Bevölkerung, um bessere Informationen zu bekommen. Solche Stichproben hat der Streeck mit seiner Heinsberg-Studie damals durchgeführt und wurde dafür stark kritisiert. Ich habe ja auch noch das Buch von Hendrik Streeck, eigentlich wollte ich das auch mal vorstellen.
Bin bislang noch nicht zeitlich dazu gekommen. Wenn ihr das unbedingt sehen wollt, schreibt mir das unten in die Kommentare, dann kann ich das vielleicht mal vorziehen und mal sehen, dass ich da Zeit für finde. Und natürlich hat man für so ein Panel, was Streeck damals mit relativ wenig Aufwand da gemacht hat, das hätte man auch weiterführen können, dafür hat man nicht die nötigen Kapazitäten. Das RKI sagt dazu, der Aufbau eines Panels mit einer ausreichenden Fallzahl für ein kontinuierliches Corona-Monitoring erfordert Zeit und eine entsprechende Infrastruktur, die bisher noch nicht zur Verfügung stand. Zu dem Artikel vom ZDF, wo man ähnlich wie Merkel argumentiert, da findet man zur Inzidenz Folgendes. Die Forderung, den Fokus nicht allein auf die Zahl der Neuinfektionen zu richten, ist nicht neu. Zuletzt erklärte auch der Basler Virologe Richard Neher, ein Fokus auf tagesaktuelle Inzidenzen macht, so wichtig diese Kennzahl im Moment noch ist, vermutlich bald keinen großen Sinn mehr. Wir werden uns also 15 Monate lang diese Inzidenzen wie der Wetterbericht jeden Tag in den Nachrichten präsentiert. Du musst nur irgendwie den Fernseher oder das Radio anschalten. Schon heißt es, die Neuinfektionen sind so und so gestiegen. Das ist alles ganz, ganz dramatisch. Und nun will man uns sagen, dass das Fokussieren auf diese Zahlen gar keinen Sinn macht. Tja, was soll man dazu sagen? Tja, wie gesagt, letztendlich jeder, der da kritisch reingeschaut hat, der wusste, dass diese Zahlen von vornherein absoluter Unsinn waren. Wo wir auch gerade bei Inzidenzen sind, die Bundesnotbremse, die wurde ja damals bei einer Inzidenz ab 100 verhängt, beziehungsweise die ist dann in Kraft getreten. Die Notbremse liegt in Frankreich bei 400 und man hat im Mai sogar bei einer Inzidenz von 300 sogar schon angefangen zu öffnen. Wenn wir uns jetzt hier die Neuinfektionen von Deutschland und Frankreich im Vergleich anschauen, dann sieht man, dass die Zahlen ab Mai in beiden Ländern gleichzeitig zurückgehen. Natürlich, wenn man uns die Maßnahmen, wo man uns mit eingesperrt hat, wo man die ganzen Läden mitgeschlossen hat, also diese Bundesnotbremse als Erfolg verkaufen. In Hamburg sagt man da sogar, dass das die erfolgreichsten 40 Tage waren, die wir bisher in der Pandemiebewältigung erlebt haben. Als Fazit sehen wir also, dass alle Zahlen, mit denen man die Grundrechtsbeschränkung begründet hat, egal ob es die Intensivbetten sind, die PCR-Testergebnisse und damit die Inzidenzen, die standen immer auf sehr, sehr wackeligen Beinen. So, was ich hier auch noch weiter ausführen will, man kann natürlich sehen, dass man bei dem CT-Wert noch argumentieren kann mit der Viruslast, dass der Patient da irgendwie noch auf dem aufsteigenden Ast ist. Man kann sich natürlich alles irgendwie da zurechtdrehen. Insofern sage ich auch mal, da ist es ganz wichtig, an den Kern dieser Virustheorie zu gehen. Wenn man da auch ganz genau recherchiert, dann sieht man, dass es keine wissenschaftlichen Nachweise für Infektionen gibt. Das habe ich auch in diesem Video damals mal genau ausgeführt. Und es gibt auch keine Nachweise für krankmachende Viren. Ja, ich weiß, das Thema, das wird sich jetzt natürlich für die meisten sehr weit hergeholt anhören, aber ich kann da einfach nur auf das Video verweisen, habe ich auch dieses Buch hier Viruswahn vorgestellt. Das Buch ist für mich eigentlich so das beste Buch zu Corona, zu Viren allgemein von Thorsten Engelbrecht und Klaus Köhnlein. Da gibt es ein schönes Vorwort von Etienne de Haven, der gilt als der Pionier der Virenforschung. Ich lese mal vor. Wir erleben nämlich gar keine Virusepidemien, wir erleben Epidemien des Angstmachens. Und beide, die Medien und die Pharmaindustrie, sind maßgeblich verantwortlich dafür, dass diese Ängste geschürt werden, wodurch man sich immer wieder fantastische Profite sichert. Wissenschaftliche Hypothesen, die aus diesen Feldern der Virusforschung stammen, fußen praktisch nie auf Fakten, die durch Kontrollstudien gesichert und letztendlich beweisbar sind. Vielmehr ist es so, dass die aufgestellten Thesen einfach durch einen Konsensus, also durch eine Übereinkunft der mächtigen Akteure in diesem wissenschaftlichen Milliardenspiel etabliert werden. Dieser Konsensus wird dann schnellstens zu einem Dogma, das vor allem durch die Medien in quasi religiöser Weise immer und immer wieder transportiert und schließlich verewigt wird. Dabei wird auch sichergestellt, dass nur Forschungsprojekte unterstützt und finanziert werden, die das Dogma unterstützen, während Studien, die alternative Hypothesen untermauern können, konsequent ausgeschlossen werden. Und ein wichtiges Werkzeug, um abweichende Meinungen aus der Debatte herauszuhalten, besteht darin, Zensur auszuüben auf verschiedenen Ebenen, in den Massenmedien genau wie in den Wissenschaftspublikationen. Genau das haben wir auch gesehen bei dem Artikel
von der Welt mit den Intensivbetten, dass da lieber denunziert wird, anstatt sich mit den Fakten zu beschäftigen. Ich glaube, Schrappe hat das auch mal in einem seiner Thesenpapiere gesagt, dass der Journalismus heute immer mehr mit Aktivismus verschwimmt. Das kann ich so auch nur bestätigen. Wie gesagt, kritischen Journalismus findet man wirklich sehr selten jetzt gerade bei Corona. So Viruswarn gibt's auch mittlerweile hier in der 10. Auflage. Da habe ich jetzt auch die neueste Auflage. Das Buch geht aber jetzt nicht so explizit auf die fehlende Wissenschaftlichkeit von krankmachenden Viren ein. Da habe ich zum Beispiel hier einen Beitrag zusammengestellt. Und welches Buch ich dazu empfehlen kann, ist hier das Buch von Stefan Lanka. Meiner Meinung nach hat er recht mit seinen Theorien. Auch wer nochmal ganz tief da einsteigen will in das Thema Gesundheit, das ist hier ein sehr dickes Buch, ist leider nur auf Englisch. What really makes you ill? Why everything you thought you knew about diseases is wrong? Also, was macht dich wirklich krank? Warum alles, das du über Krankheiten weißt, falsch ist? Das habe ich noch nicht ganz durchgelesen, aber ich kann sagen, hat mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall, oder gefällt mir bislang sehr gut. Auch eine klare Buchempfehlung. Wie gesagt, ich denke, die meisten werden mich dafür verrückt erklären, wenn ich sage, die Wissenschaftlichkeit von krankmachenden Viren ist überhaupt nicht bewiesen. Wie gesagt, das Vorwort von Etienne de Haven, das spricht da eigentlich nur Bände. Aber um da einfach nochmal meine Überzeugtheit zu unterstreichen, habe ich da bei dem Preisgeld für einen wissenschaftlichen Nachweis von SARS-CoV-2, da hat Samuel Eckert, hat da 1 Million Euro für einen wissenschaftlichen Nachweis mit Kontrollexperimenten ausgelobt. Da habe ich mir gesagt, dieses Preisgeld habe ich nochmal um 500.000 aufgestockt. Insofern, falls du hier Virologe bist oder jemanden kennst, der Virologe ist, da könnt ihr euch 1,5 Millionen Euro verdienen. Ihr müsst einfach nur ein wissenschaftliches Experiment bei SARS-CoV-2 durchführen. So, zum Schluss will ich hier nochmal auf weitere interessante Fragen bei der Pressekonferenz eingehen. Da hat Herr Strelapol vom NDR nach mehr Rechten für Geimpfte gegenüber Getesteten gefragt. Wir haben ja jetzt schon eine Impfapartheid, wo die 3Gs, die Getesteten, Geimpften und die Genesenen zum Beispiel in Restaurants dürfen, die anderen dürfen es nicht. Die zweite Frage, wann ist es unabdingbar möglicherweise, dass Geimpfte mehr Rechte zurückbekommen als Getestete? Ja, mein Eindruck ist hier, dass der NDR-Mann eigentlich ja suggestiv fragt, ob es denn bald der Fall ist, dass Getestete nicht mehr den Geimpften gleichgestellt werden. Wir schauen mal, was Herr Tschentscher darauf geantwortet hat. Bei den Geimpften ist es ja so, dass die Impfung, die vollständige Impfung nach derzeitigem Kenntnisstand sehr gut schützt, auch vor neuen Varianten. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir im Herbst in eine Abwägungsfrage kommen. Sollte die Infektionsdynamik wieder ansteigen, müssen wir ja was tun. Wir können ja jetzt nicht erneut eine große Welle riskieren und wieder zu schwerkranken Personen und unter Belastung des Gesundheitswesens beitragen. Und das, was ich jetzt gerade in Großbritannien sehe, ist, dass da richtig ein neuer Peak entsteht. Da muss man ja was tun. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann in eine Abwägungsfrage kommen und überlegen, organisieren wir jetzt wieder einen kompletten Lockdown für alle? Oder können wir und müssen wir die Beschränkungen so formulieren, dass sie eben an den kritischen Stellen nur für Nichtgeimpfte dann wirken? Das ist aber eine, muss man sagen, ja eine weitreichende Überlegung. Da will ich jetzt nicht leichtfertig mit umgehen, denn es sind ja auch moralische, ethische, auch politische Fragen, dass wir ja im Grunde sagen, die Impfung ist freiwillig. Aber auf der anderen Seite leistet man ja auch einen Dienst für die Allgemeinheit mit der Impfung. Und alle, die geimpft sind, ermöglichen, dass wir eben Öffnungsschritte gehen. So, und wenn es jetzt zu dieser Frage kommt, bin ich schon dafür, darüber nachzudenken, ob dann Geimpfte, vollständig Geimpfte, von bestimmten Beschränkungen ausgenommen werden. Das ist ja jetzt schon so, dass wir aus rechtlicher Sicht sagen, eine vollständig geimpfte Person muss bestimmte Auflagen, die es sonst gibt, nicht beachten.
Also zum Beispiel diese persönlichen Zusammenkünfte, die private Zusammenkünfte, dort werden vollständig Geimpfte ausgenommen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in einer schwierigen Lage, in der die Infektionsdynamik wieder zunimmt, sagen, bestimmte Beschränkungen gelten dann für Nicht-Geimpfte, weil das aus Gesamtpandemiebekämpfungsgründen nötig ist. Ja, was soll man dazu sagen? Wir haben ja jetzt eigentlich schon eine Impfapartheid. Und wenn Herr Tschentscher jetzt drüber nachdenkt, dass man in Zukunft Lockdowns nur für die Ungeimpften durchführt, das schlägt eigentlich fast den Boden aus. Wenn wir dann in Zukunft sehen, dass Ungeimpfte ab 18 Uhr zu Hause bleiben müssen oder dass es dann nur noch vorgegebene Zeiten in Supermärkten gibt, wo sie dann ihre Lebensmittel kaufen können, werden dann da die Ungeimpften noch weiter diskriminiert. Was meint ihr, was kann er sich da einfallen lassen und was werden sich die Politiker einfallen lassen? Natürlich unterstreicht Tschentscher auch wieder, dass die Impfung freiwillig ist. Das ist natürlich auch ein Dienst an der Allgemeinheit. Das kennt man ja auch von allen totalitären Staaten, wo das Kollektiv über das Individuum gestellt wird. Da hieß es ja auch bei den Nazis, du bist nichts, dein Volk ist alles. Oder in der DDR, vom Ich zum Wir. Wer den heutigen Sakrotan-Sozialismus, wo ja dieser kollektive Kult herrscht, wer den besser verstehen will, den kann ich dann auch dieses Schwarzbuch des Kommunismus empfehlen, wenn er diesen Sakrotan-Sozialismus heute besser verstehen will. Oder, was ich auch sehr schön fand, müsste ich eigentlich auch mal vorstellen, Igor Scharavelsch, der Todestrieb in der Geschichte, Erscheinungsform des Sozialismus, auch sehr, sehr spannend, dieses Buch dazu, um nochmal so ein bisschen übergeordnet die heutige Zeit ein bisschen besser zu verstehen. Dann gab es von Herrn Strelapol noch eine weitere Frage. Halten Sie es für angemessen, dass die STIKO nochmal darüber diskutiert, ob sie die Empfehlungen zur Impfung von Kindern und Jugendlichen doch nochmal verändert, auch vor dem Hintergrund der Delta-Variante? Hier könnte man auch fast meinen, dass es sehr suggestiv ist und Herr Strelepol sich wünscht, dass die STIKO ihre Empfehlung, die Kinder nicht zu impfen, nochmal überdenkt. Bei den STIKO-Empfehlungen, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich halte das, was die Ständige Impfkommission macht, für sehr, sehr bedeutsam und sehr wichtig, dass wir das sehr ernst nehmen, was die Ständige Impfkommission macht. Sie arbeitet immer auf Grundlage der Daten, die es gibt und der Studien, die es gibt. Dennoch haben wir einen bestimmten Umfang des Unwissens. Und es gibt Überlegungen, dass wir noch nicht wissen, ob vielleicht eine klinisch nicht auffällige Infektion von Kindern vielleicht doch zu gesundheitlichen Nachteilen führt. Auf der anderen Seite habe ich immer wieder gehört, dass die Impfung in der Abwägung von Impfrisiken und dem Schutz, die das beinhaltet, in der Abwägung der Experten gesagt wird, für 12- bis 18-Jährige aus Sicht der Ständigen Impfkommission kann man keine generelle Empfehlung aussprechen. Das muss man sehr ernst nehmen. Und dennoch finde ich es gut, wenn die Experten weiter beraten. Die Ständige Impfkommission vielleicht auch in Ergänzung mit anderen Experten noch einmal beraten, ob diese Empfehlung so aufrechterhalten werden soll oder ob wir vielleicht doch dazu kommen, mehr 12- bis 18-jährige junge Menschen zu impfen. Tja, was soll man dazu sagen? Vielleicht kommen wir dann noch mal dazu, dass wir dann bald mehr 12- bis 18-Jährige dazu bekommen, einen experimentellen Impfstoff mit einer Notfallzulassung zu bekommen, wo es eine relative Risikoreduktion von knapp 1% gibt. Und ob es da wirklich einen Notfall gab, der denn diese Impfung rechtfertigt, das überlasse ich euch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Wie gesagt, kommentiert gerne mein Video, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und teilt es fleißig, damit alle sehen, wie wir hier von der Politik und von den Medien vorgeführt werden. Wie gesagt, mit den Intensivbetten, mit dem PCR-Test ist eigentlich ein riesengroßer Skandal, aber trotzdem sieht man das sehr, sehr wenig in den Mainstream-Medien da thematisiert. Also, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.